Janes Promi-Plausch bei Radio Primavera. Ja, und da sprechen wir heute über die Serie Unter Freunden stirbt man nicht. Mit schwarzem Humor gehen da Iris Berben, Adele Neuhauser, Heiner Lauterbach und Michael Wittenborn in Kürze auf Vox wortwörtlich über Leichen. In der vierteiligen Eventserie wird Hermanns Leiche alias Walter Sittler von seinen Freunden rumgeschleift, fast angezündet und verleumdet. Und alles nur, um sein Ableben zu vertuschen. Sind das Freunde, die sich ein Verstorbener wünscht? Auf jeden Fall Freunde, die für Lachanfälle bei der ganzen Familie sorgen werden. Wir sprechen vorab mit Heiner Lauterbach. Herr Lauterbach, was denken Sie, was macht die neue Serie Unter Freunden stirbt man nicht aus? Die Umsetzung von sehr guten Drehbüchern in erster Linie, was natürlich die Grundlage für gute Unterhaltung ist oder für gute Fiction, sind ja die Drehbücher. Ne? Das ist das Fundament, auf dem alles steht, und wenn das wackelt, kennen wir ja, dann wird das nichts. Insofern ist das das Wichtigste und am meisten hervorzuheben, sind erstmal die hohe Qualität dieser Drehbücher. Kann man sagen, ist diese Serie eine Hommage an die Freundschaft? Könnte man sagen, ja. Das Drehbuch, das scheint ja schon ein sehr besonderes zu sein. Die Qualität des Drehbuchs zeigt sich eben darin, dass man auch tiefgründige Dinge mitunter schnoddrig formuliert, was ja eine ganz schöne Vorgehensweise ist, finde ich, von Autoren und dann letztendlich dann auch die Umsetzung von Schauspielern, dass man sich also nicht draufsetzt auf die Tiefe, sondern sie eben nur spüren lässt und in eine schnoddrige Fassade setzt. Was das Ganze interessant macht in meinen Augen. Ist gerade in aktuell schwierigen Zeiten der schwarze Humor vielleicht ein gutes Mittel? Ja, das haben Sie, finde ich, genau richtig erkannt. Gerade in schweren Zeiten ist Humor ein gutes Mittel, beziehungsweise manchmal auch eine Waffe, gegen diese Zeiten vorzugehen. Fallen da spontan die Kabarettisten und die Humoristen und Komiker im Dritten Reich ein, wie sie sich lustig gemacht haben über die Nazis. Ne, was ja auch Lubitsch gemacht hat in seinem Film To Be or Not To Be. Ne, einfach mit Humor diesem Horror begegnen und sich darüber lustig zu machen. Das, finde ich, ist immer ein sehr gutes Mittel, auch düstere Zeiten zu überstehen. Gehen Sie auch so privat mit schwierigen Situationen um? Ja, unbedingt. Ich glaube, mit Humor. Das ist ja, ich bin ja noch Kölner und Rheinländer. Also wir haben uns das ja auf die Fahne geschrieben und verdeutlichen das ja am Karneval zum Beispiel immer sehr, sehr exklusiv, dass wir das Leben vorzugsweise versuchen, mit Humor zu nehmen. Da tut sich vieles. Das kann einem natürlich irgendwann auch auf den Senkel gehen, wenn man es übertreibt, schätze ich. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass mit Humor die Dinge zu nehmen, ist ein gutes Mittel fürs Leben. Wie stehen Sie zum Tod? Machen Sie sich heute schon Gedanken darüber? Sowohl als auch. Also da gibt es alles. Ich kenne viele Witze über den Tod, die eben humorvoll sind. Geschichten, Witze. Als auch kenne ich rührende Geschichten, die den Tod zum Thema haben. Wenn ich über den Tod spreche, hat das auch viele Facetten, also kann es alle mögliche haben. Es kommt immer so ein bisschen auf den Anlass an, ne? Wenn man bei einer Beerdigung ist zum Beispiel. Es ist etwas, oder wenn man einen Film sieht oder ein Buch liest, was mit dem Tod zu tun hat, dann diskutiert man halt darüber. Und das kann mal witzig und schnoddrig sein, es kann aber auch mal in die Tiefe gehen und ernsthaft und melancholisch werden oder so. Das ist also, finde ich, wie immer im Leben, gibt es da verschiedene Herangehensweisen und das kommt immer so ein bisschen auf die Tagesform vielleicht auch an. Sie denken also auch über den eigenen Tod nach? Ja, das habe ich aber schon sehr früh gemacht. Also ich habe mich schon sehr früh, also als ich Jugendlicher war schon, mit dem Tod, das war für mich immer sagen wir mal, schon zum Leben gehörend. Das ist ja der ganze Prozess, der endet halt mit dem Tod. Und ich fand das teilweise schon sehr, harten Tobak, dass man mit dem Tod dann für alle Zeiten nicht mehr da ist, ne? Wenn man nicht gerade an die Wiedergeburt glaubt. Das hat mich damals schon in Anführungszeichen fasziniert, dieser Gedanke, beziehungsweise eigentlich auch traurig gestimmt. Weil ich glaube, je besser es einem geht im Leben und je mehr Freude man hat im Leben, umso härter hat man dann mit dieser Konfrontation zu kämpfen, mit dieser Wahrheit, dass das eines, dass es endlich ist. Andererseits sage ich mir immer, ein unendliches Leben wäre vermutlich auch nicht zu ertragen.
Da könnten Sie recht haben. Wie wichtig sind Ihnen denn Freundschaften? Ja, ich glaube, wie jedem Menschen ist es natürlich enorm wichtig, Freundschaften zu haben. Wir sehen das ja heutzutage schon so ein bisschen, ne? Was uns das schon auf den Wecker geht, diese Social Distance und dass man sich nicht mit beliebig vielen Leuten treffen kann, dass man nicht gemeinsam Abendessen kann in einer großen Runde. Jetzt merkt man das vielleicht erst, wie wichtig uns das ist, der soziale Kontakt. Und wie schwer es uns fällt, darauf zu verzichten. Insofern, ja, ist das, sagen wir, was haben wir im Leben? Wir haben ja die Liebe und die Freundschaft, ne? Und alles andere baut sich ja darum herum auf. Ne? Die Liebe ist ja auch die Liebe zu den Kindern dann irgendwann. Und die Liebe zu den Eltern, damit geht's los. Und dann haben wir ein paar Freunde um uns herum, ein paar Verwandte, die uns wichtig sind. Und das ist ja unser Leben. Ne? Alles andere ist ja nur Zweck, dass man einen Beruf hat, den man natürlich auch lieben kann, im günstigsten Falle. Aber das ist ja nur Mittel zum Zweck, damit man sein Leben finanziert, in erster Linie mal. Ne? Alles andere, das Leben ist ja Liebe und Freundschaft, sonst gar nichts. Vielleicht jetzt mal zur Zusammenarbeit. Wie haben Sie die erlebt mit den Kollegen? Gut, die Besetzung war ja grundsätzlich in der Serie genauso gut wie die Drehbücher. Und da kann man sich vorstellen, wenn die zwei Faktoren und die Regie, wenn die drei Faktoren dann zusammenkommen, macht das natürlich Spaß. Wenn man von Profis umgeben ist und eine professionelle Vorlage hat, da kann man natürlich professionell arbeiten. Und wenn diese Bedingungen für einen Schauspieler gegeben sind, dann hat er Freude dran in der Regel. Walter Sittler, der spielt ja mit einer Körpergröße von 1,94 die Leiche, die regelmäßig von den Freunden hin und her getragen werden muss. Hätte man sich da nicht auch eine kleinere Leiche aussuchen können? Ja, das ist mir auch als erstes eingefallen, ja. Im Hinblick dessen, dass wir den permanent tragen müssen. Da habe ich gleich gesagt, einen größeren habt ihr nicht gefunden. Aber der Walter war schon klasse für die Rolle. Insofern habe ich die Größe da gar nicht in Kauf genommen. Der hat das schon sehr gut verkörpert. Und es ging ja pausenlos um ihn irgendwie. Ne? Und das muss dann in den wenigen Momenten, die er dann erscheint, muss das dann auch genau passen. Ne? Also insofern war das schon gut. Hat er sich denn eigentlich beschwert, dass die Freunde zu schroff mit ihm umgegangen sind? Nein, das ist ja auch Profi, der Walter. Und im Gegenteil, der hat das extremst professionell gehandhabt da. Ne? Und war immer, der sagte immer, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht lache als Leiche hier, wenn ihr hier eure Texte loswerdet. Das zeugt ja davon, dass er zugehört hat. Ne? Und er war sehr dabei irgendwie, also genauso professionell wie alle anderen. Obwohl so eine Rolle natürlich als Leiche da rumzuliegen permanent, hätte der ein oder andere dann auch ein bisschen, sagen wir mal, anders angefasst. Wie sehr fehlen Ihnen aktuell Kontakte zu Ihren Freunden? Na, mir fehlt ganz speziell jetzt, ich meine, ich kann mich eh nicht beklagen, mir geht's ja gut hier, aber dass man abends nicht mal in ein Restaurant gehen kann und ohne vorher abzuzählen, aus wie vielen Haushalten, wie viele Personen denn jetzt da zusammenkommen. Also das fehlt mir schon und ich würde jetzt gerne zum Beispiel, hätte ja auch letztens gerne Freunde in Salzburg besucht und da kommen wir wieder über die Grenze und heute weißt du nicht, was morgen passiert. Also das ist schon alles ziemlich nervend. Aber ich sage immer, Kinder, jetzt müssen wir ein bisschen Maske tragen und Social Distance halten. Stell dir mal vor, du bist 1900 in Dresden geboren, da hast du den Ersten Weltkrieg mitgemacht, Zweiten Weltkrieg, danach warst du in der Diktatur und dann mit 89 bist du gestorben und hast die Wiedervereinigung nicht mehr mitgekriegt. Also, ja, hoffen wir trotzdem, dass das alles bald Geschichte ist. Ihnen viel Erfolg weiterhin, alles Gute, bleiben Sie gesund und vielen Dank für das schöne Interview. Tschüss. Sie kriegt sie alle. Lianes Promi-Plausch. Nur bei Primavera.